Suchen wir eine Künstlerin, die hält im wahrsten Sinne des Wortes die Fäden in der Hand. Karin Schäfer gehört zu den renommiertesten Künstlerinnen des internationalen Figurentheaters. Und wir haben sie und ihre 80 selbstgebauten Marionetten im Burgenland besucht. Ob Klappmaulfigur oder Marionette, Karin Schäfer hat sie alle in ihrer Werkstatt. Ursprünglich kommt die Wiener Künstlerin aus der klassischen Marionettentradition und hat das Handwerk von der Pike auf gelernt. Inzwischen beschäftigt sie sich vorwiegend mit zeitgenössischem Figurentheater. Etablierte Spielformen verbindet sie mit Avantgarde-Kunst. Das ist für mich die Herausforderung, aus einer sehr antiquierten Welt eigentlich, wo diese Puppen herkommen, auch das Image, das sie haben, ist ein bisschen so verstaubt und museal, diese Figuren in die heutige Zeit zu versetzen. Eine von Schäfers Lieblingsmarionetten ist nach wie vor Dr. Kurt Ostbahn, der trotz Pension immer noch richtig abrockt. Die Steuerung mittels Spielkreuz ist eine äußerst komplexe Angelegenheit. Um der Figur echtes Ostbahn-Flair einzuhauchen, braucht es viele Stunden Training vor dem Spiegel. Jede Figur wird erst dann lebendig, wenn man übt, diese Bewegungen sucht, die speziellen Bewegungen, die jede Figur hat. Gerade bei den Marionetten liegt es aber dann auch oft bei diesen Schwungbewegungen. Vor über 20 Jahren hat die Wienerin ihre Leidenschaft für Marionetten entdeckt und mittlerweile zum Beruf gemacht. Fundament war ein Studium in Barcelona, wo sie die vielfältigen Aspekte des Figurentheaters kennengelernt hat. Man ist der eigene Regisseur, man ist Schauspieler, man bekommt eine Stimmausbildung, man ist handwerklich tätig. Das heißt, es ist ein wirklich breites Feld. Ja, und das hat mich wirklich fasziniert, besonders die Werkstätten der Marionetten. Gemeinsam mit Praktikantin Veronika alles Stück. Für die Künstlerin eine Art Rekreationsphase. Denn bei Überschäfer nur wenig Zeit für die Arbeit in ihrer Werkstatt. Aber schau jetzt, diese da ist hauchdünn, wiegt nichts, was natürlich sehr, sehr gut ist fürs Theater. Dann schauen wir mal, einmal dein elegantes, unauffälliges Grau zusammenkriegen oder den grauen. Mit der Bemalung bekommt die schlichte Pappmaske ihren Feinschliff. Für aufwendigere Konstruktionen gehört natürlich auch Sägen und Bohren zum Handwerk eines jeden Marionettenkünstlers. Ich habe wirklich die Basics gelernt, das Handwerk gelernt und habe mich im Laufe dieser vielen Jahre natürlich auch von vielen anderen Einflüssen inspirieren lassen. Und was im Moment so entstanden ist und was gerade im Moment mein Thema ist, ich fange an zu reduzieren. Das heißt, die Mechanik ist nicht mehr im Vordergrund, das, was mich früher am meisten fasziniert hat. Jetzt sind wir in einer Position, wo wir versuchen, Figuren, Masken, Objekte auf der Bühne zum Leben zu erwecken, mit den Mitteln der Projektion. Diese Verbindung von Tradition und Moderne zeigt sich beim aktuellen Stück Iberia besonders deutlich. Gemeinsam mit ihrem Partner Peter Hauptmann arbeitet Schäfer derzeit an den ersten Szenen. Klassisches Spiel wird hier mit Videoprojektionen verknüpft. Da kann ich nur mit dem Schatten nehmen, ne? Ja. Das muss ich mit dem Schatten machen. Und dann wieder zurückgehen? Ja, du kannst ja zurückblicken, weil der zurückgeblieben ist, ne? Du bist schon vorne. In Iberia möchte ich ein wenig über das Leben des Komponisten Isaac Albéniz erzählen und seinen Werdegang und seine Art, Musik zu kreieren. Wo er seine Inspirationen hergenommen hat, wo seine wahnwitzigen Träume begonnen haben. Das Traumhafte von Schäfers Figuren entfaltet sich auch in der Kombination mit moderner Technik auf faszinierende Weise. Live erleben kann man die Künstlerin übrigens am 19. März im Rahmen des Figurentheaterfestivals im Wiener Kosmostheater. Karin Schäfer und Peter Hauptmann veranstalten übrigens auch ihr eigenes Festival, das jedes Jahr im Juni in Neusiedl am See stattfindet. Da lassen die zwei dann so richtig die Puppen tanzen.